Liebe Zuschauer, willkommen zu diesem Spiel heute Abend. Das Wetter könnte kaum besser sein. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir ist der Kollege Frank Buschmann und wir werden dieses Spiel wie gewohnt für Sie zu Hause kommentieren. Heute sind wir zu Gast bei einem Spiel aus den Online-Saisons, in dem der vorzeitige Aufstieg geschafft werden könnte. Da steckt einiges drin in diesem Spiel. Heute ein Sieg und dann dürfen Sie kommende Saison eine Division höher antreten. Das wäre natürlich ein toller Erfolg, wenn Sie es zu diesem Zeitpunkt schon schaffen würden. Das ist Motivation ohne Ende. Hereingabe. Oh, jetzt wird's schwer. Also nach diesem Gegentor fehlen Ihnen jetzt schon zwei Treffer, um heute doch noch vorzeitig aufzusteigen. Und die Frage sei erlaubt, was ist mit denen los? Warum kommt da heute ausgerechnet so wenig? Also ich könnte es gerade selbst nicht glauben. Guter Vorstoß da jetzt. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Gute Aktion, gut geklärt. Bernardo. Oh, toller Pass, gute Aktion. Da ist das Tor und sie kommen dem Aufstieg doch wieder näher. Ja, die Frage ist, geht hier noch was? Schaffen sie doch noch den Sieg, der ihnen den ersehnten Aufstieg bringen würde? Es ist wieder spannend. Hier kommt noch mal das Tor. So ist das Ganze entstanden. Erst spielen sie diesen Pass und dann macht er das super. Aus der Halbdistanz wuchtig im Tor untergebracht. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Viel Platz jetzt auf außen. Jetzt die Flanke. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Ball ist jetzt wieder weg. Klasse Tackling hier. Super dieses Zuspiel. Ja, energischer Vorstoß. Ja, mit viel Übersicht. Da müssen sie aufpassen. Er hat die Torchance, aber schwache Aktion. Keeper war bereits geschlagen. Ja, das musst du nutzen. Ja, das wird ihn ärgern. Er holt sich vorne den Ball. Da ist das Tor. Unheimlich wichtiger Treffer. Ja, sie werden jetzt aufgestiegen, aber sie müssen konzentriert bleiben. Nichts ist erreicht. Es kann noch viel passieren. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Früh wird er jetzt gestört. Das ist natürlich ein guter Pass. Ah, das könnte es sein. Noch lebt die Chance. Da passt er auf und hat den Ball. Junusovic. Könnte was werden, guter Pass. Ist abseits, da hat das Timing nicht gestimmt. Gut gespielt, Ball geht nach außen. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Tja, der Einwurf landet beim Gegner. Super Pass! Das sah vielversprechend aus, aber nur Ballverlust. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Etwas zu weit dieses Zuspiel, Ball wird wohl beim Keeper landen. Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball. Gut verteidigt hier. Ja, starker Pass. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Der war zu ungenau.
Jetzt können sie vielleicht kontern. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entscheidung. Nee, den Ball trifft er nicht so gut. Kein Pfiff, Vorteil. Vielleicht können sie das jetzt ausnutzen. Junusovic. André Ramayo. Ball läuft gut jetzt. Er pfeift sie zurück, es gibt Abseits. Klasse Aktion da. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko, da muss schon alles stimmen, das war hier nicht der Fall. Gute Chance. Das hätte gefährlich werden können, gute Aktion. Und jetzt die Chance. So, jetzt bin ich gespannt. Da kassieren sie das Gegentor, das ihnen den Weg zum vorzeitigen Aufstieg versperrt. Und das heißt, sie müssen reagieren, ist ja keine Frage. Und ich glaube, die können es auch. Es bleibt spannend. Fast hätten wir keinen Torjubel bekommen. Der Ball landet am Pfosten, aber von da springt er doch noch ins Netz. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Guter Ball nach draußen. Junusovic. So, Vorteil nach diesem Foul. Können Sie das für sich nutzen? Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen Sie gegen die Abwehr nicht durch. Jetzt haben Sie den Ball verloren. Sie bringen den hohen Ball. Junusovic. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Guter Pass jetzt. Gute Freistoßposition, das ist eine gute Chance. Freistoß aus gefährlicher Position, das könnte durchaus was werden. Boah, wie hat er den denn gerettet? Ganz starker Einsatz, auf der Linie kommt er an den Ball. 2-2 zu... Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Bernardo. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast... Gibt Abseits. Da läuft er einen Moment zu früh los. Ball ist zu lang. Junusovic. Tja, er war der letzte Mann. Könnte rot geben. Erhebliche Torentfernung, das dürfte keinen Direktabschluss geben. Das war kein Problem für sie. Er hält den Freistoß sicher. Ja, könnte was werden. Bringt den Ball jetzt in die Mitte.
Wichtig, dass er sich den Ball holt. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Und da ist der Ball wieder weg. Chance zum Konter jetzt. Der Konter wird abgefangen. Fast schon leichtfertig vergeben, diese Gelegenheit zum Konter. Und er gewinnt den Zweikampf. Guter Pass. Kann er was draus machen? Schießt er ihn rein. Klasse gemacht, stark geblockt. Jetzt vielleicht. Tor, da ist es. Das Tor können sie überhaupt nicht gebrauchen. Denn damit fehlen ihnen schon 2 Treffer zum Aufstieg. Ausgerechnet heute, an diesem letzten Spieltag, droht ihnen diese Partie hier zu entgleiten. Boah, das wäre bitter. Wieder macht er das Tor. Das ist Nummer 3. Da sehen wir es nochmal. Wieder stark gemacht. Und die Frage ist, wie willst du den da stoppen? Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Das könnte was werden. Vorteil, Spiel läuft weiter. Um ein Haar wäre da an den Ball gekommen, aber der Keeper ist da. Das war eine ganz enge Szene. Stark gemacht, das könnte was werden. Und da ist das Tor. Was ist da los? So wird das nichts mit dem Aufstieg. Schon wieder haben sie ein Tor kassiert. Sie müssen sich jetzt irgendwie wieder fangen und versuchen, in die Partie zurückzukommen. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Da verlieren sie den Ball. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Gibt's jetzt die Gelegenheit? So, die Chance jetzt. Ich glaube fast, da war zu viel Power in diesem Schuss. Sehe ich ganz genauso, der Ball geht drüber und das wird ihn ärgern. Junusovic. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Ganz energisch. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Ist das der Anschlusstreffer? Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Oh, da ist er durch. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Ballverlust. Was macht er draus? Super gemacht vom Torwart. So, Ecke kommt. Da können sie klären. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Der Ballverlust. Etwas zu hart, etwas zu weit. Der Ball ist wohl weg. Fairer Einsatz hier. Wir gehen dem Spielende entgegen und so langsam wird es eng, was den Aufstieg heute angeht. Ja, würde es gerne heute klar machen, aber dafür muss ein Sieg her. Und aktuell liegen sie immer noch zurück. Und das sind die Momente, da ist auch der Trainer gefragt. Vielleicht der Anschlusstreffer. Kein Tor.
Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Die Ecke kommt rein. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Das gibt Einwurf. Chance zur Flanke jetzt. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stocken. Chance zum Anschlusstreffer. Ja, vielleicht ist hier noch was drin. Ja, das müssen Sie jetzt ausnutzen. Vielleicht gibt Ihnen dieses Tor nochmal einen Schub. Beeindruckend. 7 Tore insgesamt. 4:3 der Spielstand. Oh, das sieht nicht gut aus. Könnte gelb geben. Junusovic. Der Pass sehr ungenau. Wird abgefangen. Dabei brauchen sie so dringend. Vielleicht der Ausgleich. Wie macht er den denn rein? Sie gleichen hier aus. Ein wichtiges Zeichen. Aber das reicht heute nicht. Das wissen Sie natürlich ganz genau. Sie müssen die Partie hier gewinnen. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Wieder so ein klasse Pass. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Ball kommt rein. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Das gibt Freistoß. Klare Angelegenheit. Sie wollen das Tempo mitnehmen und haben schnell ausgeführt. Wir schauen hin, der Pass war großartig. Tor! Sie machen das Tor! Und das ist ein wichtiges Tor. Vielleicht sogar ein entscheidendes, denn Stand jetzt wären sie aufgestiegen. Das war's in dieser Begegnung. Wir dürfen gratulieren. Sie haben jetzt schon den Aufstieg geschafft. Die Freude ist riesig. Und ich glaube, die können auch eine Klasse höher durchaus einiges erreichen. Sehe ich genauso. Es steckt viel Potenzial in dieser Mannschaft. Haben wir im Saisonverlauf immer wieder gesehen, die Zeichen stehen weiterhin auf Erfolg.